und herzlich willkommen zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ja, ihr habt es in der Überschrift gelesen. Ich habe heute meinen Schottland Beauty Haul für euch. Wir waren ja in Schottland, sprich Großbritannien. Und da gibt es natürlich auch in der Drogerie so ein paar Marken, die es hier zwar, die man zwar auch kriegt, aber halt online. Und ich hatte mich halt gefreut, einfach mal bei Rimmel, Sleek, Makeup Revolution und so weiter einfach mal so ein bisschen zu gucken vor Ort und habe mir auch ein bisschen was mitgenommen. Ich war bei Boots und Superdrug. Ich weiß gar nicht, welches. Bis zum Ende des Urlaubs konnte ich nicht rausfinden, welche Kette mir besser gefällt. Ich fand eigentlich beide gut. Und was die aber oft haben, habe ich gesehen, 3 für 2. Also du kaufst 3 Produkte, musst nur 2 zahlen. Das günstigste ist umsonst. Fand ich ziemlich cool, muss ich ehrlich gestehen. Macht natürlich auch so einen Kaufanreiz ein bisschen. Gut, aber wenn ich 2 Sachen kaufe, dann suche ich mir nur ein drittes aus und weiß, dass es dann gratis. Also, ich fand es ganz cool. Und ja, ich habe hier meine pinke Superdrug-Tüte. Und was ich mir mitgenommen habe aus dem Urlaub, zeige ich euch jetzt. Ich freue mich wirklich drauf, alles zu benutzen. Und ja, ich greife jetzt einfach wahllos rein. Also hat jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Ich habe mir gekauft von Bourjois was. Habe ich in Hamburg Zugriff drauf? Hier leider nicht mehr. Aber ich wollte schon ewig eigentlich mal diesen Bronzer ausprobieren. Diesen Schokobronzer von Bourjois. Der wurde ja immer eine Zeit lang sehr gehypt. Und ich war irgendwie auch mal total neugierig drauf. Habe mir den in Hamburg nie gekauft. Und habe mir den jetzt einfach mal mitgenommen. Auch da gab es dieses 3 für 2. Und ich habe den im Farbton 52 genommen. Das war so der dunklere auf jeden Fall. Weil der hellere war mir fast so ein bisschen zu hell irgendwie. Und ich dachte mir zum Konturieren, vielleicht könnte der auch ganz gut passen. Deswegen habe ich mir den jetzt schlussendlich mal mitgenommen. Dann habe ich, also wie gesagt, das hat jetzt alles keine bestimmte Reihenfolge, von Make-up, I Love Make-up, so, ein Blushing Hearts mitgenommen. Im Farbton Peachy Pink Kisses. Und ich packe es einmal aus für euch. Und die Dinge habe ich immer schon mal bei Cosmetic for Less angeguckt, aber ich habe mir nie eins bestellt. So sieht das aus. Und ich fand das sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich es als Blush jetzt unbedingt betiteln würde, weil ich finde eher, dass es so ein bisschen Highlighter-mäßig ist. Also für mich ist es mehr Highlighter als Blush, aber so schön. Guck mal, ich habe es wirklich nicht fest reingeswatcht oder reingegriffen und seht mal, wie toll der Swatch ausschaut. Also, oh, super Pigmentierung und es schimmert wahnsinnig schön. Und da dachte ich mir so, oh komm, ich glaube, das ist ein super schöner Highlight. Also als Blush ist es mir ehrlich gesagt zu schimmrig. Aber ich dachte mir, als Highlighter könnte das wirklich sehr gut. Und das hat, glaube ich, 3 Pfund gekostet, wenn ich mir da was frisch. I Love Make-up ist sehr günstig auch. Dann habe ich gekauft, was von Rimmel, die Lasting Finish Foundation. Eigentlich, das war so ein Notkauf, weil ich hatte eine Puder Foundation dabei, die hat aber irgendwie überhaupt nicht funktioniert, sprich mein Make-up hat mir null gefallen, dann bin ich los und habe mir flüssig Make-up gekauft und brauchte den Puder und ich habe nicht genau hingeschaut. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Setting Puder, aber schlussendlich ist es eine Puder Foundation. Macht nichts, ist super das Zeug. Ich habe es schon benutzt im Urlaub. Ich fand es wirklich richtig gut. Es mattiert sehr gut, lässt einen überhaupt nicht pudern. Ich habe halt einfach einen Puderpinsel genommen und habe vorsichtig so ein bisschen mein Gesicht quasi einfach gesettet damit. Dann hat es auch wirklich über der Foundation sehr gut funktioniert. Und ich habe Soft Beige genommen, was ich sehr passend fand. Und ich finde die gut. Also wie gesagt, da kann ich tatsächlich schon sagen, dass die richtig, also dass die gut funktioniert. Dann habe ich mir gekauft von I Love Make-up. Also das tut mir jetzt leid, das ist alles durcheinander. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber ich hatte jetzt irgendwie auch gar nicht auf dem Schirm, das vorher nochmal groß zu sortieren oder so. Ein Lip Lava Molten Chocolate Gloss in der Farbe Naked Chocolate. Und das erinnert mich doch sehr an die Too Faced Dinger. Na, so sieht das aus. Ist ein sehr schöner Nude-Ton. Und ich habe nur ehrlich gesagt noch nichts über die Dinger gehört. Also ich bin sehr gespannt, wie die sind. Ich habe auch vieles gekauft, wo ich vorher... Ich habe vorher gar nicht irgendwie so recherchiert oder so. Normalerweise, wenn ich immer in die USA geflogen bin, habe ich vorher tonnenweise Videos geguckt von amerikanischen YouTubern, welche Produkte die so empfehlen. Das hatte ich diesmal jetzt überhaupt nicht gemacht. Ich habe einfach geguckt und mitgenommen, wo ich mir gedacht habe, das gefällt mir. Und der hat mir halt gefallen, deswegen. Und der hat, glaube ich, auch nur 2 Pfund oder so gekostet. Von Bourjois ein Blush. In der Farbe Rose Coop. Ja, Rose Coop. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Das fand ich so schön. Die Farbe hat mir so gut gefallen. Und ich hatte auch noch nie einen Bourjois Blush. Ich wollte gerne mal eins ausprobieren. Und ja, die Farbe ist richtig toll. Also so ein ganz, ganz schöner, natürlicher Ton, der einen, glaube ich, einfach wirklich nur richtig schön strahlen lässt. Es schimmert schön, aber nicht zu sehr. Hier ist es, ich hoffe, ihr könnt es jetzt gut erkennen. Wirklich richtig toll. Und da dachte ich mir so, oh komm, das riecht auch so gut. Das riecht so ein bisschen nach Rose irgendwie. Ach, ganz gut. Ganz, ganz tolles Teil. Und da ist auch ein Pinsel mit dabei, aber der ist, ich glaube, den werde ich noch benutzen. So, dann greife ich nochmal rein. Oh, das war so ein Spontankauf. Ich wollte eigentlich schon zur Kasse gehen und mein Mann hat kurz noch das WLAN bei, ich glaube, Superdrug war das genutzt. Und dann hatte ich nochmal geguckt und dann bin ich über diesen Highlighter gestolpert. Soap and Glory habe ich hier noch nie irgendwie Make-up gesehen. Hatte ich so auch irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und den habe ich mir so aus Langeweile dann schnell geswatcht und oh wow, ist das ein toller Highlighter. Sieht mal, wie schön der schon ausschaut. Hier mit diesem Emblem quasi, Soap and Glory. Und das ist der Glow All Out Highlighter in Shimmer Switch. Und wow, oh, ich muss euch den zeigen, der ist, oh mein Gott, ist der schön. Also eigentlich fast so schön zum Reinbotschen, aber es hilft nichts. Oh, der ist so toll. Sieht farblich so ein bisschen aus wie jetzt das Blush, aber nicht so extrem schimmernd. Also glaube ich, gibt ein schönes, natürliches Highlight. Nicht so ganz krass wie hier. So ein bisschen auf der natürlicheren Seite, aber trotzdem richtig schön. Und oh, ich habe den gesehen und dachte mir, oh mein Gott, ich muss den haben. Der war so schön. Und ja, das sieht man mal. Ne? Kommen die Männer nicht mit, dann muss man noch was einkaufen. Dann habe ich mir von Make-Up Academy, das hat mir auch gar nicht viel gesagt, einen Highlighter mitgenommen. Undress Your Skin Shimmer Highlighter. Ich habe lauter Highlighter gekauft, aber ihr wisst es, ich bin so ein Highlighter-Suchti irgendwie. Ich liebe Highlighter. Highlight ist für mich so, oh. Undress Your Skin Shimmer Highlight in Pink Shimmer. So. So sieht der aus. Und den habe ich auch geswatcht natürlich im Laden und fand den wirklich gut, muss ich sagen. Er ist ein bisschen grober, muss man sagen, als das jetzt hier. Aber es gibt trotzdem ein schönes Highlight. Fand ich zumindest beim Swatch. Hier habt ihr den. Und auf den freue ich mich jetzt auch. Ich habe nicht wirklich so einen richtig pinken Highlighter eigentlich. Und ich bin gespannt, wie sich der macht. Jetzt dann so im Gesicht. Also auf dem Swatch sah er ja schon ganz gut aus. So, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich habe jede Menge, ich greife jetzt mal rein, ich habe mir nämlich jede Menge Foundations mitgenommen. Da muss ich euch nicht viel dazu sagen. Und zwar habe ich mir die Rimmel Lasting Finish Foundation mitgenommen, weil ich die liebe. Ich liebe die, das ist für mich die beste Foundation, die ich je benutzt habe. Und ich hatte ja, Rimmel konnte ich vor Ort kaufen, deswegen habe ich mir da insgesamt 4 Flaschen mitgenommen. 3 Ivory, ich habe auch eine gleich vor Ort benutzt. 3-mal Ivory und einmal Porcelain. Irgendwas mit Porcelain, glaube ich, für den Winter jetzt dann Light Porcelain, ganz, ganz hell. Und dann habe ich mir noch was nachgekauft, was ich auch schon kenne und sehr liebe, was aber auch schon langsam leer wird, von Bourjois, die Healthy Mix Foundation im Farbton Light Vanilla. Die kenne ich auch schon, die liebe ich und das war auch so ein Backup-Kauf. Also ich habe mir so ein bisschen Foundation-Backups mitgenommen. So, dann habe ich mir ein Backup gekauft oder ein Teil nachgekauft von e.l.f., die Konturpalette. Und ich sage euch auch, warum ich mir die gekauft habe. Denn, vielleicht habt ihr mein Schminkkörbchen gesehen, dann wisst ihr es schon. Tada, mein liebster, allerliebster Konturton ist kaputt. Mein Sohn hat leider diese Palette kurz vor einen Tag vorm Abflug in die Finger gekriegt. Ihm war langweilig und er hat hier so ein bisschen rumgeguckt, was ja prinzipiell nicht schlimm ist, aber er hat die dann aus Versehen fallen lassen. Und was hat es erwischt? Keinen von denen. Nein, natürlich meinen liebsten Konturton. So, und ich dachte mir so, Mist. Muss immer die online bestellen. Aber ich war dann noch bei Superdrug, wo die 11 hatten und habe mir die dann einfach nachgekauft. Also eigentlich, die brauche ich euch jetzt nicht groß zeigen. Es war nur wegen diesem einen Ton, dass ich den wieder habe. Und dachte ich mir, die kaufe ich mir. Dann habe ich mir Lippenstifte mitgenommen von Make-Up Revolution. 2 Stück. Einmal, wie heißt das gute Zeug? Rose Gold. Naja, gut. Aber ich habe mir total gut gefallen. Guck mal, das hat hier so ein Lucy Goldness. Im Farbton Chauffeur. Ein sehr, sehr schöner Nude-Ton. Ein Nude Mauve, würde ich eher sagen.
Sehr schön, hat mir auf Anhieb gefallen. War auch der letzte, also scheint wohl beliebt zu sein. Und das Ganze Chauffeur nochmal in Matt, also die Version in Matt, wobei ich finde, dass die Farbe so ein bisschen anders ausschaut. Na gut, Matt. Klar wirkt es anders, aber. Na, also hier nochmal die matte Version, ganz schön. Ah, fand ich super schön. Ich hoffe, der kann was. Ne? Matt bin ich ja so ein bisschen. Mal schauen. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die so sind im Langzeittest. Dann habe ich mir was nachgekauft, was ich auch sehr liebe. Weil ich halt Rimmel kaufen konnte, habe ich mir von Rimmel den Lip Liner in East End Snob nochmal nachgekauft. Den kaufe ich mir auch jetzt mal, wenn ich irgendwie in den USA bin, weil der toll ist. Und nochmal eins Candle Eyes Waterproof Kajal im Farbton Nude. Einfach halt Neutron für die Wasserlinie. Das war auch einfach nur so ein Nachkauf, weil ich halt gerade eben mir die Sachen kaufen konnte. Dann habe ich mir von Rimmel den Wake Me Up Concealer gekauft. Im hellsten Farbton Ivory ist das dann wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir den gekauft, weil ich meine, dass ich da mal was sehr, sehr Gutes drüber gehört habe. Also ich habe den irgendwie im Hinterkopf, hatte ich den so, oh, Wake Me Up Concealer Rimmel gut. Und dann dachte ich mir, okay, den nehme ich mal mit. Bin ich gespannt, freue ich mich drauf. Dann habe ich gekauft von Sleek eine Lidschattenpalette. Und die waren ja mal eine Zeit lang wirklich sehr gehypt. Ich habe dem Hype immer so ein bisschen widerstanden. Jetzt, wo ich dann allerdings mal vor der Auswahl stand, habe ich natürlich doch so ein bisschen geguckt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mich hat keine so wirklich angesprochen, bis auf die eine hier. Und zwar ist das die All Night Long. Ich weiß nicht, ob die neu ist oder sehr beliebt, weil überall, wo ich dann war, war die ausverkauft. Und ich hatte die geswatcht und musste dann tatsächlich auch selber woanders gucken, weil die in dem Boot, wo ich da war, hatten die nicht. Die war aus. Und ich habe sie dann zum Glück noch gekriegt, weil alle anderen haben mich irgendwie ehrlich gesagt nicht so angesprochen. Da waren immer Farben drin, wo ich mir gedacht habe, nee, habe ich schon. Oder, ich meine, gut, es ist wahrscheinlich nicht so, dass ich das nicht auch schon irgendwie habe. Aber ich fand die einfach schön. Also, da hat mir einfach die komplette Auswahl super gut gefallen. Der Mix aus Matt. Es sind ein paar matte Töne mit drin, ein paar schimmernde, stärker schimmernde. Und ich fand die Farbauswahl super schön. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, da ist jetzt keine Farbe dabei, die ich nicht benutzen werde. Also die finde ich alle schön. Die kann ich, werde ich alle tragen. Auch hier dieses Olivgrün zum Beispiel. Das finde ich trotz grüner Augenfarbe sehr gut tragbar. Und deswegen habe ich mich für die entschieden, weil wie gesagt, in allen anderen waren immer Farben drin, die mir einfach nicht gefallen haben, wo ich wusste, okay, die werde ich nicht nehmen. Irgendwelche Blautöne oder so. Extrem bunt dann auch, wo ich weiß, ich benutze das einfach nicht. Und dann dachte ich mir, das war wirklich die einzige und die ist so schön. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt drauf, wie die ist. Also so im Test dann auch. Und dann habe ich mir noch von Make-up Revolution die Radiant Lights Palette mitgenommen. Auch nochmal Highlighter. Also ich weiß, so viel Highlighter braucht kein Mensch. Ja, ist mir durchaus bewusst. Aber Highlighter ist für mich einfach so, oh Gott, könnte ich immer kaufen. Ich liebe Highlighter. Und. Ja, die hat hier eben auch drei Highlighter. Ich fand die alle drei schön. Ich finde die Optik nicht so wunderschön, muss ich echt stehen, aber ja gut. Das Produkt sollte zählen. Das ist hier dieser hier. Hier ist das. Der mittlere. Und das ist mir so ein bisschen bronziger Ton. Tor, Tor. So, Swatch. Halbwegs gelungen. Hier seht ihr die. Also es sind jetzt so krass. Also ich finde immer, das hier ist echt das Krasseste. Denke ich, ist alles sehr gut tragbar. Freue ich mich jetzt auch drauf. Also Highlighter. Ich brauche gar nichts sagen. So, und dann habe ich mir noch zwei ganz spezielle Sachen. Das ist jetzt alles Drogerie, ne? War jetzt teilweise auch wirklich nicht so teuer. So, dann war ich schon happy, dass es diesmal nicht ganz so schlimm wird. Und dann war ich in Glasgow im House of Frasers. Und die hatten ein Charlotte Tilbury Counter. Ich habe noch nie ein Charlotte Tilbury Counter hier bei uns gesehen. Ich denke, man könnte die Sachen auch online kriegen. Aber dann kann ich sie halt vorher nicht nutzen, testen. Und ja, ich habe mir dann zwei Sachen mitgenommen. Ich musste mich echt zusammenreißen. Ich muss sagen, die Verkäuferin dort war auch sehr gut und sehr geschickt. Die hat ihren Job sehr gut gemacht. Ich habe mir einen Lippenstift und einen Blush mitgenommen. Ich war dort und bin dann wieder gegangen. Dachte mir so, oh nee, komm, das sind auch sau teuer, die Sachen. Aber dann dachte ich mir so, komm, das hast du
einmal Zugriff im Endeffekt auf die Sachen und kann sie testen. Und ja, ich habe mir einen Blush mitgenommen, Sex on Fire, vielversprechender Name. Gut, das Design ist halt auch schon so schön, das sieht schon so luxuriös aus und ein Cheek-to-Chic Swish in, durch Swish in Pop Blush. Und oh, da freue ich mich, das sind halt zwei wirklich so Schätze, ne, wo ich mir denke, oh, guck mal, oh, ist das nicht wunderschön? Ich finde es so schön. Die Verpackung ist schon so luxuriös und das Ding hat 30 Pfund gekostet übrigens und ich swatche es euch jetzt einmal. Oh, ich will gar nicht reinfassen. Das ist das Äußere. Und das ist das Innere. Und das ist halt so, ja, ich bin immer so schlecht im Formenschreiben. Mehr so und so. Das Swatch ist jetzt ein bisschen grottig geworden, aber ich denke, man kann es erkennen. Auf dem Magen sieht es super aus. Also ich finde, der Swatch wird jetzt auch gar nicht so gerecht, wie schön das auf den Magen aussieht. Und ich weiß das, weil die mir das natürlich aufgetragen hat, ist klar. Und dann habe ich es gekauft. Ich sage, die war sehr gut. Und oh Gott, das ist so schön. Ich freue mich jetzt. Und es hat so ein ganz feines Satin-Finish irgendwie. Das sieht, oh Gott. Das ist, und ich glaube, das ist auch eine Farbe, die mit allem geht. Also wenn ich mir schon sowas Teures kaufe, na, dann denke ich mir immer, dann nehme ich wenigstens was. Ich meine, die hatten da schon auch richtig ausgefallene Sachen. Aber ich dachte mir so, okay, dann nehme ich wirklich was, von dem ich am meisten habe. Das mit, das ist schmutzig. Von dem ich am meisten habe. Und dann dachte ich mir, okay, das ist, glaube ich, wirklich so der ein Farbton. Der geht mit so vielen. Und ja. Und dann habe ich mir noch einen Lippenstift mitgenommen. Hot Lips. Kissing Fallen from the Lipstick Trees. Das ist niedlich. Und der heißt, wie heißt das Teil? Live It Up. Und das hätte es auch im Set gegeben mit Liner und Gloss. Aber ich habe mich doch nur für den Lippenstift entschieden. Und schaut mal, wie schön der schon ausschaut. Oh Gott, das hat mich echt fertig. Der Counter war auch so schön. Die hatten überall so Palme aufgestellt. Und oh, das ist schön. Oh Gott, guck mal. Da sind kleine Lippen. Sind da eingearbeitet. Ist das nicht schön? Oh Gott, das sieht so nicht swatchen jetzt. Schaut mal, ein wunderschöner nude-pinker Ton. So, und auch den habe ich, oh, jetzt ist er auch gematscht. Geht es euch manchmal auch so, wenn ihr so ganz besondere Sachen habt, dass ihr so Hemmungen habt, die irgendwie dann anzumatschen irgendwie. Aber ich werde den mit Sicherheit bald benutzen, also den werdet ihr überall in meinem Schminköpfchen sehen. Oh, die Farbe ist so schön. Die Farbe ist, also es ist jetzt nichts Ausgefallenes, ja? Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, oh gut, das kriege ich auch in der Drogerie. Ja, in der Tat, aber wie ich gerade schon bei dem Blush sagte, wenn, dann möchte ich ja halt einfach auch irgendwas, was ich dann auch wirklich oft benutzen kann, weil ich will mir keinen Lippenstift für 24 Pfund kaufen, der so eine extrem ausgefallene Farbe hat, dass ich den ganz selten benutze und mir der irgendwann kaputt geht. Deswegen dachte ich mir, komm, ich nehme irgendwas, wo ich weiß, das kann ich sehr gut tragen und ich brauche ihn dann auch auf und habe was davon und das habe ich eben in dieser Farbe gesehen und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Auch gut. Also das sind wirklich so die zwei. Also das freue ich mich auch über alles andere. Also ich freue mich riesig. Ja, Foundations, vieles halt so ein bisschen Backup-Käufe, aber auch so ein bisschen was jetzt zum Ausprobieren und zum Rumspielen. Ja, das war mein Schottland-Haul. Ich freue mich sehr, dass ihr reingeklickt habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Ich glaube, das Video ist jetzt ewig lang geworden, aber ich auch so langsam am Anfang. Und ja, ich vielen, vielen herzlichen Dank. Hinterlasst mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich immer riesig von euch zu lesen. Oder wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Das ist für mich natürlich auch Feedback. Vielen Dank. Oder wenn das erste Video ist, das ihr von mir jetzt gesehen habt und ihr findet es hier ganz cool, dann klickt einfach den Abo-Button. Vielen Dank natürlich auch hierfür. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in meinem nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss!